Hallo lieber Days Gone Zocker, hier das nächste Video von mir. Diesmal kümmern wir uns um den altes Sägewerk Nero Kontrollpunkt. Ja, hier siehst du die Location. Ist eigentlich hier auf der dritten Map oder in der dritten Region unterhalb von Iron Mikes Camp. Ja, du siehst ein bisschen weiter unterhalb sind auch noch Freaker-Nester. Ja, ich habe den Eingang bzw. diesen Bereich hier von der Seite aus betreten. Warum habe ich das Ganze gemacht? Hier gibt es eigentlich eine Besonderheit bei diesem Nero-Kontrollpunkt. Die Vorgehensweise ist zwar immer die gleiche, allerdings befindet sich hier an diesem alten Sägewerk eine riesige Horde in der Nähe. Ich glaube, es ist sogar hier bei diesem alten Sägewerk die größte Horde im ganzen Spiel. Deshalb, wenn du hier griffig bist, ja, auf diesen Nero-Injektor, beziehungsweise das hier abschließen willst, gehe möglichst schnell, möglichst lautlos vor. Ja, versuch hier möglichst, wo ich gerade dabei bin, definitiv hier alle Lautsprecher vorab auszustellen, weil die Horde dann dementsprechend einfach sehr, sehr schnell ankommen wird und man hier zum relativ frühen Zeitpunkt im Spiel, wo ich mich jetzt persönlich befinde, eigentlich nicht wirklich eine Chance dann gegen die Horde hat. Aber wie gesagt, wenn ihr griffig bist, den Charakter ein bisschen leveln willst, ist alles überhaupt kein Problem. Ich habe es zumindest so gemacht. Ja, man kann dann gleich sofort hier in das kleine Häuschen rein. Dieser Nero-Injektor bildet dann auch immer den Abschluss der Mission. Also kann man hier ohne Probleme machen, wie du gleich sehen wirst. Deshalb hier diese Vorgehensweise. Ich habe am Ende sogar leider Gottes hier noch zwei Lautsprecher vergessen. Also hier ist dann der fünfte. Ja, befindet sich hier direkt an dem Generator, den wir jetzt hier gleich betanken müssen. Hier ist der Generator. Falls du hier Probleme hast, den zu betanken, habe ich das hier gleich mal laufen lassen in dem Video. Also hier ist die Location, relativ mittig halt. Hier ist eigentlich das Missionsziel dann. Dann müssen wir hier nur einmal hoch, einmal runter. Und hier findest du dann direkt einen Benzinkanister, ja, womit wir dann den Generator auffüllen können. Also wie gesagt, bitte hier möglichst lautlos vorgehen. Einfach nur die wichtigen Sachen machen. Ja, nicht hier noch weiter in das alte Sägewerk reingehen, hier unnötig die Horde aufschrecken, wirklich hier nur in diesem kleinen Gebiet bleiben aus meiner Sicht. Ich habe nach der Mission dann das Gebiet auch wieder verlassen. Um die Horde werde ich mich definitiv zum späteren Zeitpunkt natürlich hundertprozentig noch kümmern. Jetzt ist mir das noch ein bisschen früh. Ich glaube, gerade jetzt hier so eine Riesenhorde, dafür werde ich einfach noch ein bisschen schwach hier ausgerüstet sein. Ich werde mal schauen, vielleicht werde ich es mal antesten, ob ich gegen die Jungs hier schon eine Chance habe. Ja, der Generator oder hier Stromversorgung wurde wiederhergestellt. Der Nero-Injektor hier um die Ecke bildet dann den Missionsabschluss. Ja, wie gesagt, falls du da griffig bist, das auch schon machen möchtest, würde ich dir diese Vorgehensweise empfehlen. Das war's auch schon von mir. Für weitere Days Gone Videos abonniere doch bitte meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen. Da wird jetzt die nächsten Tage noch einiges kommen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.